Schulz, es ist für den BFV auch immer eigentlich das größte Event im Jahr, das Pokalfinale. Die beiden Finalisten, der BFC Dynamo, der Berliner SC, was macht sie auf ihre Art und Weise so besonders, dass sie jetzt im Finale sind? Ja gut, ich denke mal, beim BFC erwartet man es fast als Regionalligist. Die anderen Regionalligisten haben sich ja frühzeitig verabschiedet aus diesem Wettbewerb. Insofern Respekt vor dem Berliner SC als Verein der 11 Teamsport Verbandsliga. Insofern, dass die es geschafft haben, dorthin zu kommen, das finde ich schon mal toll. Das gebührt Anerkennung. Insofern ist vielleicht auch der Reiz letztendlich des Pokals, etwas überstrapazierte Formulierung, aber irgendwo zeigt sich an solchen Paarungen halt auch immer wieder, dass es auch unterklassigen Bereichen man es schaffen kann, ins Finale zu kommen und dann an so einem Event teilnehmen zu können. Sie haben natürlich so ein wenig die neutrale Sicht der Dinge. Trotzdem, glauben Sie denn, dass der BSC vielleicht die kleine Überraschung schaffen oder die große Überraschung wäre es ja dann am Ende? Ja, das glaube ich durchaus. Das ist alles möglich. Ich kenne Wolfgang Sandhofe viele, viele Jahre als Trainer in Berlin. Ich weiß, mit welchen taktischen Finessen er auch arbeitet mit seinen Mannschaften. Ich glaube auch, dass er ein Trainer ist, der in der Lage ist, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie eine derartige Überraschung hinbekommen kann. Andererseits weiß Rehlewitz sicherlich auch, was er mit seiner Mannschaft machen muss, dass er als Favorit in dieses Spiel geht. Das weiß er sicherlich. Das ist heute, glaube ich, aus den Statements auch so ein bisschen deutlich geworden. Also ich hoffe sehr, dass wir ein spannendes Pokalfinale am Montagabend hier erleben werden. Und dann schauen wir mal am Ende, ob es eine Überraschung gibt. Wir hatten das ja schon häufig, dass wir kurz vor einer Überraschung waren. Es gab auch schon mal die eine oder andere Überraschung. Insofern, ich freue mich auf dieses Spiel. Gibt es denn von Verbandsseite aus Besonderheiten bei diesem Pokalfinale, die man auch den Verein ermöglicht? Sprich jetzt am Pokaltag selbst, gibt es da bestimmte Vorkehrungen, um diesen Tag einfach nochmal ein bisschen herauszustellen? Nein, wir haben, denke ich, im Vorfeld ja eine Menge getan. Insofern, wir haben die Live-Übertragung im Fernsehen. Das ist, glaube ich, für beide Vereine nach wie vor etwas Außergewöhnliches. Die ARD überträgt ja letztendlich alle Spiele an diesem Tag aus allen 21 Landesverbänden. Wir haben noch drumherum die Endspiele der unteren Herren und der zweiten Herren. Also insofern, wir machen ja hier einen kompletten Pokaltag am Pfingstmontag. Und ich glaube schon, dass das ist ein Highlight für den Berliner Fußballverband und wir freuen uns drauf. Aber es gibt dann keine weiteren Aktivitäten. Der Fußball soll im Mittelpunkt stehen. Also es wird Helene Fischer nicht auftreten und auch sonst nichts, sondern wir konzentrieren uns auf den Fußball. Kann man schon sagen, wie viele Zuschauer unbedingt ungefähr kommen Na werden? gut, wir hoffen nach wie vor die Zahl von 6.000 zu erreichen. Wir haben im Vorverkauf eine gut vierstellige Zahl mittlerweile abgesetzt. Wir haben ja diesmal erstmalig die Möglichkeit des Vorverkaufs. Und mal schauen, wenn diese Zahl zustande kommt, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Neuen Rekord wird es also nicht geben. Nein, das glaube ich eher nicht, obwohl es wäre schön, wenn es so wäre. Die Wetterprognosen klingen gut. Wir wissen natürlich auch, Pfingsten ist natürlich auch ein Wochenende, wo in Berlin auch eine Menge los ist. Insofern, der eine oder andere wird auch die Zeit nutzen, um zu verreisen. Das wissen wir. Insofern schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Eine vierstellige Zahl jenseits der 5.000, glaube ich, das wäre eine gute Zahl. Hoffen wir alle auf ein gutes und spannendes Finale. Ja, Dankeschön. gerne.